So. Herzlich willkommen in der Computerstube an der Schmettine. Wir spielen wieder 7 Days to Die. Wir sollen eine Handelsroute eröffnen. So, und jetzt ist die Frage, warum bin ich nicht mit meinem Fahrrad unterwegs? Ganz einfach. Fahrrad und Berge. Das ist ein bisschen kontraproduktiv. Irgendwie ist aber meine... Mein neuer... Knüppel, der ist, glaube ich, wunderbar. Ihr seht, er hat Stacheldraht drum. Er brennt. Er nutzt nicht so weit ab. So, ist das schon der Gipfel? Sieht gut aus. Wenn man vorher das sieht, sollte man mitnehmen. Ich wollte nochmal was nachgucken. Da bin ich gut davor. Ich brauche noch 2 Punkte, um... Landleben fertig zu machen. So, über den Berg bin ich rüber. Also über den ganz steilen Berg. Dann kann ich erstmal wieder ein paar hundert Meter fahren. Da will jemand meinen neuen Knüppel ausprobieren. Ja, ich hätte mir überlegt, ich bin durstig, dass ich jetzt erstmal vom Landleben fertig mache. Wie gesagt, das sind 2 Punkte. Und dann kann ich den letzten Prügelpeter noch mal irgendwann hinten ran machen. Aber es hat sich schon gelohnt, was ich da gemacht habe.
ist eine große Stadt im Schneebiom. So, und ich bin durstig. Und ich habe hier ein Nest vor mir liegen. Ja, mir ist kalt, aber... bekommen. Also ich fahre jetzt nur an der Stadt vorbei und es gefällt mir schon. Also überhaupt die neue Stadtsache. Straße fahren. Hündchen, ich habe einen neuen Knüppel. Was hältst du davon? Weil ist ja Fleisch und kein Gammelfleisch. So, dann gucke ich mich hier mal um. Dass er zwei Tore hat, habe ich inzwischen schon gelernt. Das war in einem anderen Video schon mal Thema. So. Holy shit, I thought you were a zombie.
Ja, ich muss noch mal ein bisschen gucken, was ich finde, um dir zu verkaufen. Wenn man da jetzt hochkommt, weiß ich nicht. Das ist auch noch eine Mülltonne. Great, here you go. Don't spend it all in one place. So. Ich habe da was gefunden. Dann, was hast du denn zu lesen? Den habe ich dir selber verkauft. Den nehme ich. Den nehme ich. Cha-ching! Thanks, buddy. Ich habe noch eine Registrierkasse. So, will ich das mal lesen? Will ich das mal lesen? Würde mich mal interessieren, ich habe noch einmal eins, zwei, dreimal eins. So, hast du Aufgaben für mich? Look, blockhead, I'll give you work, but you better not. I'd say it's been an honor to work with you, but it would be a lie. Ja. Ich werde es mal ein bisschen unterschiedlich machen. Also ich würde einmal kurz hier meine So.
Den haben sie natürlich wieder wunderbar im Gebirge abgeworfen. Ich hab da ein 9. Das hätte nicht sein sollen. So, will ich erstmal dahin. Ja, da bin ich jetzt, glaube ich, wieder einen Tag beschäftigt. Will ich mal sehen, dass... der angebrochene Knochen, die Verstauchung, erstmal wegkommt. Das heißt, ich werde jetzt 10 Minuten hier lang laufen. Ja, das Wandern ist aus Müllers Lust. Ach, nervig. Dennoch bei Regen.
So, 3 Minuten sind um. Nur noch 7 Minuten. Ja, schön, dass mir kalt ist. Kann ich gerade auch nichts ändern. So, nur noch 6 Minuten. Es wird wieder hell. Aber es gibt schön Eier. So, nur noch 5 Minuten. Rennen. So, war genug gerannt. Hauptsache, ich bin weg von diesem Zombie. Ich meine, in diesen 5 Minuten bin ich auch schon, ja, 300 Meter weit gekommen. Nee, ist ein bisschen mehr. Also er zählt schon sekundenweise runter. So unter 5 Minuten. Ja, nur noch 3 Sekunden, 3 Minuten, 5 Sekunden.
Müllhaufen. Ich will von dem weg. Auch wenn das ein paar Sekunden kostet von der Zeit. Ja, jedes Mal Shift drücken, dann zählt er wieder hoch. Dann sollte ich lieber jetzt die letzte Minute. Schiff drücken. Einfach weitermachen. Da ist ein Vogelnest. Einfach mal mitnehmen. Kleiner Stein. Ja, ist schön. Du kannst schön schreien. Interessiert mich nur gerade nicht. So, jetzt kann ich rennen. Jetzt ist die Verstauchung weg. Ich weiß ja, dass ich eben im Schnee Rucksack verloren hat. Aber der Punkt, den ich anlaufen will, ist gar nicht mein Rucksack. Noch nicht. Es ist die Kiste. Weiß ich gar nicht, ob die im Schnee gelandet ist. Nehmen wir den Stein nochmal mit.
scheint so gerade im Schnee gelandet zu sein. So, ich werde mal kurz meinen Rucksack als schnellen Wegpunkt nehmen. Der ist also 500 Meter entfernt. So, dann geht's hier zum Rucksack. Ich meine, wenn ich mir das schon mal anschaue, dann sollte ich mir ja schon mal einen Schlafsack fertigen. Ich werde mir in dieser Stadt eine Basis suchen müssen. Ich glaube, das sollte ich als erstes machen. So, erstmal brauche ich den anderen Knüppel wieder da. Warum muss das jetzt hier so neblig sein? Das nervt. Ja, weil es ist 22 Uhr und ich hätte gerne irgendwo ein nettes Gebäude, wo ich mir eine Basis einrichten kann. Ugh.
Fabrik ist eindeutig zu groß. Das Zweigeschossige finde ich eigentlich auch fast zu groß. Sag mal so. So schlecht sieht das nicht aus. Wir gucken ganz offiziell rein. Ich vermute mal oben. Also ich sag mal, das sieht ja mir gar nicht so gut aus. So, dann könnte ich mir mal ein Lagerfeuer machen. Das kann dahin. Nein. Fünf sind gar nicht so verkehrt. Thank you.
sehen. Hier liegt auch noch Munition für mich. Nein. Du sollst damit nicht schlagen. Ach so. Das sind die Kisten. Das wird die Essenskiste. Ich habe hier Fleisch. Verrottendes Fleisch. Das. Und Nitrat. Eier habe ich. Essen.
Moin, Holzfäller. Weißt du, ich bin jetzt hier eingezogen. So, ich sag mal, das könnten Sachen für mich werden, also sowas wie. Die kann ich hier behalten. Reparatursets. Ja. Kleber kommt eher nach unten. Das kommt eher nach unten. Ich brauche keine 250 Federn mit mir rum. Meist Brot kann ich auch anders gut für verwenden. Meist Brot lasse ich mal hier. Fischtacos sind fertig. Die kann ich auch mal hier lassen, ist Medizin. Knochen können hier. Wasser kann hier. Honig bleibt hier. Jetzt habe ich da keine Lust mehr, groß zu sortieren. Das geht alles erstmal. Und ich soll noch was abholen. Moin.
finde keinen vernünftigen Eingang. Ich mach die Tür auf. Anscheinend doch noch einen Raum weiter. Gut. Ist das auch erledigt? Es ist morgens. Meiner Wohnung. So, den Rest mache ich morgen. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo da. Das war's erstmal für heute. Und tschüss.